Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute in einem TVP oder PVT auf der Map Parasitenlabor. Wir haben rechts unten in Rot gespawnt als Protoss Wilhelm. Und links oben in Blau gespawnt als Terraner LOL. Falsches Spiel, aber naja. Wir sehen direkt den Scout auf jeden Fall von LOL. Könnte natürlich auch noch Proxy Rexes bauen, aber dafür ist er eigentlich ein bisschen spät losgefahren. Nee. Man sieht, ich habe keine Ahnung von Terraner. Ist definitiv zu spät. Muss ich gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Wilhelm jetzt hier mit dem Gate ein bisschen willkürlich hier gebaut, muss man sagen. Hat sich hier so ein bisschen Weg, aber schon so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen. Aber glaube ich nicht weiter wild. In jedem Fall keine Wall hier, die natürlich auch im PVT absolut nicht erwünscht ist, um einfach möglichst schnell sein Gateway zu haben, gleichzeitig hier nicht zu viel in einer Wall zu haben, die dann eben dafür sorgt, dass Tanks zum Beispiel das rausnehmen könnten und so weiter und so fort. Also man hat einfach im PvT keinerlei Vorteile von einer Wall und behindert sich im Zweifel nur selber. Dementsprechend das Ganze ja auch nicht vertreten in diesem Matchup. Ja, LOL scoutet jetzt die Base von Wilhelm, sieht hier eigentlich alles normal. Könnte natürlich jetzt, weil er eben so früh mit seinem Worker hier ist, auch die Echse blocken. Ich bin gespannt, ob er sich dafür entscheidet. Parallel hat er hier hinten erstmal dicht gemacht mit dem frühen zweiten Depot. Ist natürlich ein bisschen früh im Vergleich zu dem, was man eigentlich benötigt. Dadurch verzögert sich ein bisschen das Orbital und vor allen Dingen verzögert sich dadurch das Command Center hier auf dem Lowground ein bisschen. Hat dafür natürlich die bisschen größere Sicherheit und vor allen Dingen kann er eben auch verhindern, dass sie gescoutet wird und vor allen Dingen eben, dass das frühe zweite Gas gescoutet wird. Und das scheint hier genau das zu sein, worum es hier geht. Warum ist hier kein Orbital übrigens? Das macht mich schon wieder fertig. Also so langsam sollte das Orbital definitiv bauen, denn egal, was er jetzt für einen Cheese vorhat, weil danach sieht es tatsächlich aus, dass sowas kommt. Wobei, jetzt gibt es hier das Command Center. Ist das richtig platziert? Ja. Sieht ein bisschen tief aus, aber wird wohl richtig platziert sein. Warum baut er hier kein Orbital? Junge, bau ein Orbital. Sowas macht mich immer wahnsinnig. Frühes zweites Gas heißt natürlich eigentlich, dass hier irgendein Cheese kommt. Er baut weder Worker noch Orbital. Was ist das hier? Sowas macht mich immer aggressiv, muss ich sagen. Parallel sehen wir die frühe Forge bei Wilhelm. Immerhin muss man hier sagen, nicht vor dem Cybercore. Das wäre nämlich ein bisschen komisch gewesen. Trotzdem, diese frühe Forge-Wahl finde ich immer ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich habe wieder das Gefühl, dass wir hier in einem etwas niedrigeren Niveau unterwegs sind, ohne das jetzt natürlich negativ zu meinen. Aber diese frühe Forge ist immer schon so ein Zeichen, naja, was bringt einem die frühe Forge? Wenn man eben nur eine Einheit hat oder nachher drei, dann bringt einem das Plus an seine Tick-Upgrade auch nicht besonders viel. Die Forge kann natürlich dafür eingesetzt werden, um Cannons zu bauen, dementsprechend eine Forge am Anfang normalerweise entweder für den ganz offensiven Cannon-Rush oder für eine Forge Fast Expand, wobei wir dann natürlich eher in einem PVZ unterwegs wären als in einem PVT. So steht die Forge gerade einfach nur rum und macht gar nichts. Und genau das ist das, was ich befürchtet habe. Denn diese Ressourcen hätte er natürlich schon mal früher nutzen können. 150 Mineralien, die er hier einfach früher da reinstecken hätte können, den Nexus zu bauen. Und dann einfach die Forge so als siebtes Gebäude quasi zu machen. Also jetzt hier einfach mal so 5 Gates, eine Robo, eine Twilight und dann vielleicht die Forge. Das ist so das, was ich mir so vorstelle. Wann das eben? Kann sein, dass ich... Das war eine ziemlich willkürliche Zahl, die ich da gewählt habe. Aktuell baut er tatsächlich aus nichts irgendwas. Wartet jetzt möglicherweise auf das Warp-Gate-Upgrade. Sehen wir jetzt 3-Gate-Robo. Das ist soweit okay. Also, wie gesagt, ein solider Bild generell, wenn er die Forge nicht gebaut hätte. Die ist so ein bisschen so ein Störfaktor hier für mich in diesem Bild, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Jetzt hat er gerade neue Einheiten angefangen, wo das Warp-Gate-Upgrade fertig ist. Auch das ein bisschen fraglich. Hätte natürlich vorher definitiv noch Einheiten hier aus dem Gateway bauen können, aber eigentlich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo er seine neuen Einheiten angefangen hat, hätte er eben diese 2 Sekunden länger noch warten können, dann hätte er überhaupt nicht gehabt. Hätte sich ein bisschen mehr gelohnt. Unterm Strich wird es aber keine großen Auswirkungen auf die Partie haben. Jetzt sehen wir übrigens was, woraus ich absolut schließe, dass das hier auf einem etwas niedrigen Niveau ist. Das ist nämlich ein Fehler, der unglaublich häufig von Leuten gemacht werden, die noch etwas frischer in diesem Spiel sind. Viel zu früh wird hier das Gas genommen. Was möchte ein Terraner so früh mit 4 Gas gasieren? Das zweite Gas war schon früh, hat eigentlich auf den Cheese hingedeutet, hat er nicht gemacht. Wir sehen aber jetzt hier, dass sich gerade 6 Worker in der Main auf den
Gas gesehen befindet und nur 8 auf den Minerals. Gleichzeitig haben wir jetzt hier nochmal 6 Worker im Gas und nur 8 auf den Minerals. Das heißt, wir haben unglaublich hohes Gas-Mining im Vergleich zu den Mineralien. Das sollte fast rankommen. Also wir sollten jetzt gleich hier auf 800 oder so hochspringen im Gas-Count, während das hier bei den Mineralien nur so bei knapp 1200 ist. Und was möchte man mit diesem vielen Gas anfangen? Natürlich kann man hier Cyclones bauen, natürlich kosten die ein bisschen Gas. Man kann natürlich auch Medivacs bauen, auch das kostet Gas. Auch das Stim-Upgrade kostet Gas, keine Frage. Aber eben nicht in diesem Verhältnis. Also ein ganz wichtiger Tipp für Spieler, die auf niedrigen Niveaus noch unterwegs sind. Häufig eben der Fehler, unglaublich frühe Gasgasiere, die eben nichts bringen. Gerade als Terraner braucht man nicht so viel Gas. Wir sehen das jetzt hier schon, wie das auseinanderdriftet. Wie viele Mineralien hat er hier? Kaum Mineralien. Wie viel Gas hat er? Unglaublich viel, weil wohin soll er das Ganze investieren? Ja, er baut jetzt eine zweite Factory, das heißt, es wird vermutlich Mech geben, wobei ich dann noch nicht ganz so nachvollziehen kann, wenn man jetzt hier einen Reaktor dran hat. Okay, es soll also Liberator... Liberator Tank geben. Naja, kann man machen. Aber dieses frühe Gas ist dann doch echt extrem früh. Also jetzt kann man das vierte bauen. Jetzt sind hier die genug Worker auf den Minerals, zumindest in der Main, zumindest in der Natural, in der Main noch überhaupt nicht. Er baut auch gerade keine Worker hier mehr. Auch das etwas, was man dringend machen sollte. Man sollte konstant Worker bauen. Wenn man nicht in 2 Base All-In spielen will, selbst dann sollte man auf 44 auf jeden Fall bauen. Ich schau nochmal bei Willem, auch er baut gerade keine Worker. Auch das so eine Sache. Sehr, sehr wichtig am Anfang, einfach konstant darauf konzentrieren, Worker zu bauen, bis man eben 66 Worker hat. Das ist die ideale Situation für 3 Basen. Das möchte man haben. Danach kann man aufhören, aber vorher einfach nonstop Worker bauen. Sehr, 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 sehr wichtig. Wir sehen als Follow-up jetzt hier ein Stargate, interessanterweise von Wilhelm. Will er hier auf R gehen? Ja, offensichtlich, sonst hätte er ja kein Stargate gebaut. Bisschen überraschend natürlich für ein PvT. Aber jetzt nicht völlig unmöglich. Normalerweise würde man das Oracle ein bisschen früher bauen, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo er hier die Forge gebaut hat. Da hätte man zum Beispiel das Stargate bauen können für ein Oracle. Bin gespannt, ob jetzt hier gleich noch mehr sehen will. Also eigentlich das relativ späte Stargate deutet doch darauf hin, dass wir hier großes, also die Goldene Armada quasi sehen. Carrier, Tempest, irgendwie sowas um den Dreh. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt bei Minute 7 noch ein Oracle bauen will, um zu harassen. Das wäre nämlich einfach ein bisschen komisch. Ansonsten möchte er vielleicht auch einfach mal alles bauen. Auch das kann man natürlich mal machen. Ja, da kommt der Fleet Beam. Okay. Also es soll tatsächlich hier Carrier geben. Parallel haben wir jetzt hier einen Liberator, neue Liberator kommen nochmal hinterher. Natürlich sehr, sehr wichtig auch einzusetzen. Inzwischen schafft es hier LOL auch ungefähr sein Gas auszugeben, weil jetzt hat er genug Sachen. Aber wie gesagt, keine Frage, man muss auf alle Gasgeziere irgendwann hochgehen. Aber eben der Zeitpunkt dafür war extrem früh hier bei LOL. Und das ist was, was man eben dann noch verbessern kann. Und was natürlich auch gar nicht geht, sind hier nur 7 Worker auf den Main Minerals. Was gut ist, ist das dritte Command Center hier auf dem High Ground. Das sollte man auch machen. Vom Zeitpunkt her auch okay. Vielleicht noch ein bisschen früher. Was natürlich mir persönlich nicht so gefällt, ist diese Wahl von vielen, vielen Tanks gegen Protoss. Kann man spielen, wenn das das ist, was man gerne machen möchte. Das ist natürlich jetzt hier auch ein bisschen LOL, ist das vor allen Dingen. Versteht ihr? Aber Tanks gegen Protoss können halt einfach sau gut gekontert werden. Einfach Mars Immortals spielen, dann bringen Tanks halt gar nichts. Und wir sehen hier, Willem hat schon 3 Immortals. Wir haben jetzt hier wie viele Tanks? 5 Stück. Da kann man mit 3 Immortals ganz gut gegen Stand halten, muss man ganz klar sagen. Liberator natürlich ein bisschen nervig als Protoss. Allerdings hier die Möglichkeit natürlich eher zu bauen, damit das Ganze nicht ganz so wild. Interessante Wahl, dass wir den jetzt hier einfach mit 3 Liberatoren einfach mal reinfliegen. Wichtig wäre hier unbedingt die Worker wegzuziehen und zwar möglichst schnell und zwar auch aus dem Kreis raus. Er hat hier leider die quasi wieder in den Kreis gestellt. Da war der schöne F2-Move, was parallel dafür sorgt, dass in der Netflix nochmal viele Kills gesammelt werden. Muss man sagen, hat LOL jetzt hier ganz akzeptabel hingekriegt, was mich jetzt hier stört. Ich glaube, wir sehen das hier genau. Er guckt einfach seinen Einheiten zu. Und das ist das, was ich hier gerade schon gesehen habe. Ihr habt gemerkt, ich habe das wahrgenommen, obwohl wir gerade nicht in seiner Vision waren. Woran habe ich es gemerkt? Wir sehen es hier an den Mineralien. Er hat sich komplett auf den Angriff konzentriert, was bei Liberator ein völliger Schwachsinn ist. Liberator schießen einfach auch so, da braucht man nicht hingucken. Die machen alles von alleine. Du musst denen nur per Shift-Q befehlen, tötet 80.000 Worker, dann machen die das schon für dich. Da braucht man überhaupt keinen Maiko. Das ist die richtige Einheit für Terraner. Aber warum baut man dann parallel nicht nach? Das ist auch übrigens das, was bei mir die große Schwäche ist, wenn ich Terraner spiele. Trotzdem, das sollte man natürlich, wenn man hier in Anführungsstrichen wenn das seine Main Race ist, dann sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass man parallel eben vernünftig makrot. Wir sehen auch hier wieder übrigens, perfektes Beispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe, warum so früh diese Gasgasiere bauen.
Völlig unnötig. Kein einziger Worker arbeitet hier, aber die Gaskassierer stehen schon mal. Das ist was, was man auf jeden Fall verbessern kann. Übrigens, nochmal das zu betonen, ich habe immer das Gefühl, ich rutsche da manchmal so ein bisschen ab in diese Schiene. Ich versuche relativ deutlich zu machen, was mir an diesem Spielstil jeweils nicht gefällt. Das soll immer kein Angriff sein auf die jeweiligen Spieler, sondern etwas, was ich ungewöhnlich finde und wo ich Verbesserungspotenzial sehe. Das versuche ich natürlich immer anzusprechen. Und das macht ihr bei mir auch so. Dementsprechend, wenn ihr diese Replays einschickt, ist euch ja auch bewusst, dass sowas eben kommen kann. Es soll eben eine Hilfe sein, ja. Es soll hier nicht irgendwie ein Gegner fertig gemacht werden oder jemand, der das hier einschickt. Was mir gut gefällt übrigens, ist inzwischen diese Saturation hier. Es ist zwar noch nicht perfekt, es sind hier nur 11, aber naja, immerhin. Er hat Worker dahin geschickt. Ja, 54 Worker sind auch immerhin besser als 40. Muss man auch sagen, Willem hätte hier zwischendurch weiter produzieren sollen. Zumindest dann, als eben der Plan war, auf die dritte zu gehen, weiter bauen. Auch natürlich hier die Worker aus Main und Natural gleich dahin schicken. Jetzt, wenn übrigens die Mineralienfelder hier in der Main Base leer sind, sollte man übrigens auch schon direkt die vierte Base bauen. Das darf man nicht verschlafen, diesen Zeitpunkt. Das ist halt einfach unglaublich früh hier in Legacy of the Void, dass man das Ganze braucht. Und gerade, wenn man auf Carrier geht, übrigens, muss ich da dann sagen, da bietet es sich doch an, Gas zu nehmen. Also normalerweise würde ich sagen, an Willems Stelle wäre jetzt so der Zeitpunkt, hier die beiden Gasgasiere zu nehmen. Wenn man auf Mars Carrier geht, kann man das schon ein bisschen früher vielleicht machen. Aber irgendwann sollte man es auf jeden Fall tun. Und wir sehen, er baut jetzt hier gerade wieder keine Worker. Das ist so ein bisschen was, was man ihm hier vorwerfen kann. Da fehlt es so ein bisschen am einfach Durchdrücken der Worker. Das würde ihm noch unglaublich weiterhelfen. Wir sehen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Angriff von LOL. Wir haben noch nicht viele Carrier auf Seiten von Wilhelm. Da muss er noch ein bisschen eigentlich warten. Eigentlich ist das noch nicht der perfekte Zeitpunkt hier. Wobei drei immerhin, ja, immerhin, ne? Wir haben nicht viel Anti-Air, das dürfen wir nicht unterschätzen. Eigentlich sollten sich die Liberator gleich mal anziechen. Die Tanks, eigentlich kann er hier einfach nur mit den Carriern engagen. Dann kann er das locker clearen. So kann er es natürlich auch locker clearen. Da helfen auch keine Skins. Warum scannt der hier? Was? Was hat denn dieses Doppelscan hier zu bedeuten? Was wollte er damit bezwecken? Das verstehe ich nicht. Also selbst ein Skin habe ich an dieser Situation nicht verstanden. Weil er sieht doch alles. Das war komisch. Das muss man wirklich sagen. Währenddessen sehen wir die ersten Battlecruiser hier. Also beide Spieler gehen jetzt hier auf Mars Air. ME, wie Zerok sagen würde. Gegen Battlecruiser wäre natürlich Tempest noch ein bisschen besser. Aber auch mit den Carriern kann man eigentlich nie was falsch machen. Auch wenn sie inzwischen natürlich ein bisschen genervt sind. Aber natürlich machen die immer noch viel Schaden. Was ist hier eigentlich jetzt passiert? Warum sind hier weniger Worker? Er hat hier Worker rübergezogen, oder? Von der Base zu der. Unterm Strich hilft ihm das jetzt natürlich gegen diesen Push, aber so ganz nachvollziehen kann ich das vom Ursprungsgedanken noch nicht so richtig. Übrigens weiterhin keine Worker bei beiden Spielern im Bau. 46 Worker bei beiden Spielern. Beide Spieler wollen hier eigentlich gerade auf 3-Base unterwegs sein. Das ist natürlich ziemlich wenig. Und gerade hier in der Situation, wenn man eben relativ viele Worker verliert, würde man das nochmal haben. Übrigens auch, es gibt ja hier die Möglichkeit für die Battlecruiser hier reinzuspringen. Das haben wir jetzt hier auch gesehen. Die sind ja nicht reingeflogen, die sind einfach reingesprungen. Aber Wilhelm hätte auch einfach zumindest einen Teil seiner Stalker zum Beispiel recallen können. Das wäre in dieser Situation auch ganz sinnvoll gewesen. Was macht er jetzt? Jetzt rennt er einfach nach Hause zurück. Das sollte er nicht machen. Also einfach ein paar Einheiten hier recallen. Ja, drei Stalker helfen gegen diese Einheiten nicht, muss man sagen. Einfach ein bisschen was recallen und mit dem Rest weiter angreifen. Oder eben komplett selber Schaden machen. Aber dieses Zurückrennen, das wird denn jetzt hier ziemlich viele Ressourcen kosten. Einige Worker sind dabei downgegangen und wir dürfen nicht vergessen, also LOL wird gleich einfach hier wegfliegen, muss man ganz klar sagen. Er wird jetzt hier rechts rausfliegen und dann müssen es eben die Carrier richten. Und wir sehen hier die Carrier, ja, die pusten so ein bisschen darauf ein, ne? Man fragt sich hier zwischendurch, ist das jetzt eigentlich ein Carrier oder ist das eher eine Sentry, aka Wasserpistole? Jetzt gibt es hier ein bisschen mehr Schaden, weil eben mehr Einheiten da sind. Trotzdem, diese zwei Battlecruiser haben sich definitiv rentiert. Da sind einige Worker gefallen hier, insgesamt 32. Natürlich waren vorher auch schon durch die Liberator einige rausgenommen. Aber vor allen Dingen wurde der ganze Push zurückgedrängt. Was man natürlich sagen muss, ist, LOL hat sich, glaube ich, währenddessen auch sehr auf diesen Angriff konzentriert. Und das hat sich wieder dann bemerkbar gemacht, dass wir unglaublich viele Ressourcen bei ihm haben. Auch wenn die jetzt hier gerade gebaut wird. Aber er bräuchte halt auch einfach zwei, drei weitere Starports hier für weitere Battlecruiser. Sollte sich ja auch darauf committen, hieraus vielleicht Vikings bauen, um die Air zu verteidigen. Und einfach komplett auf Air gehen. Die Zealots und Stalker hier auf dem Boden einfach machen lassen und mit den Battlecruisern abräumen. Ist natürlich was, was man machen kann, wenn man eben genug Battlecruiser zusammenbekommt. Das sieht hier nicht der Fall aus. Wir haben 105 Supply gegen 52. Das wird schwierig zu verteidigen. Wenn jetzt hier Willem durchzieht, sollte natürlich gucken, dass er eben mit seinen Carriern und Stalkern die Tempest direkt fokus, die Battlecruiser direkt fokust.
relativ wichtig in dieser Situation, denn oh, jetzt haben die sich die wieder direkt rein teleportiert. Das können die Bellicose einfach machen. Und tatsächlich schafft das damit wieder einfach Willem zu einem panikmäßigen Zurücklaufen zu schicken. Da muss man aber einfach sagen, was soll's? Genau. Also entweder recallen oder eben sagen, was soll's. Entweder angreifen oder verteidigen, aber nicht immer hin und her rennen. Und genau das sehen wir jetzt hier. Er rennt wieder mit allem nach vorne, obwohl er sich gerade recallt hat. Ich glaube, da war einfach mal F2 am Start. Einfach die Einheiten, die er jetzt gerecallt hätte, hätte er jetzt einfach hier drauf schicken sollen. Was macht er jetzt? Willem rennt einfach hin und her. Das ist Panik. Das ist pure Panik, die ihm hier Basis gerade wird im Gesicht steht, angegriffen. quasi. Auch wenn wir sein Gesicht nicht sehen können. Das fährt ein random Tank hier rein. Ja, der kann auch angreifen. Angreifen mit den Probes. Die Probes hätte er jetzt hier angreifen können, denn die Tanks können natürlich nur in etwas Entfernung schießen. Und wenn man direkt drauf ist, dann bringt das überhaupt nichts. Soll jetzt hier so ein Base Threat offensichtlich geben. Normalerweise sagt man immer, Base Threat ist besser für den Terraner, weil er eben wegfliegen kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier Einheiten, die das definitiv unterbinden können in Form von Carriern. Das heißt, wenn jetzt hier es Willem schafft, selber irgendwo sich neu aufzubauen, und das ist genau hier sein Plan, dann hat er eigentlich ganz gute Karten. Zumal er definitiv die stärkere Armee hat, also im Straight-Up-Fight, wenn er einfach hier seine Base gleich beschützt und dann eben mit einem Teil seiner Armee harassen geht, dann hat er auf jeden Fall gute Chancen, diese Partie zu gewinnen. War auch ein bisschen komisch, dass Leute sich einfach da immer reingeportet hat. Aber es hat in gewisser Weise funktioniert, weil Willem ein bisschen überfordert war zwischendurch. Also der Recall war der richtige Move, muss man sagen. Wobei er zu dem Zeitpunkt, wo er kam, ein bisschen spät war. Man muss sich halt entscheiden. Entweder greife ich an oder ich verteidige. Aber dieses Hin- und Herrennen ist genau das, was man eben vermeiden sollte. Und das haben wir gesehen. Da war viel, viel Zeit, die dabei draufgegangen ist. In Zeiten, wo Willem über die Map gerannt ist, ohne dass er irgendwie Schaden macht oder Schaden verhindert. Wo einfach kostenloser Schaden sozusagen durch LOL verteidigt werden konnte. Der zieht jetzt hier gerade seine Worker weg. Es gibt jetzt hier tatsächlich so ein Base-Trade-Szenario. Wir sehen aber immer noch 39 zu 95 Play. Wenn jetzt hier Willem einfach angreift, konstant weiter nach Basen sucht, selber sich neu aufbaut, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Wir sehen das hier auch. Er macht das schon, baut hier direkt Warp-Gates neu. Soll dann möglichst schnell auch einen Cybercore bauen. Das ist übrigens auch was man eigentlich so mit als erstes mitbauen sollte. Solange hier noch ein Gateway steht, sollte man dringend schon mal gucken, dass man vielleicht den Cybercore nochmal neu baut. Oder solange der Cybercore noch steht, vielleicht sogar nochmal ein, zwei Stargates, weil die werden jetzt hier in dieser Situation auch ganz gut. Außerdem sollte dringend hier weitermachen, zumindest mit ein paar Zealots hier durch die Gegend laufen, weil die braucht er sowieso nicht gegen die Battlecruiser. Aber einfach Einheiten hier durch die Gegend schicken, sieht ja hier die Base und sollte dementsprechend seine Armee auch nutzen. Ich könnte es verstehen, wenn er jetzt hier einen Teil zu Hause lässt, denn wir dürfen nicht vergessen, die Armee von LOL ist halt unglaublich mobil. Wenn er weiß, wo die Base ist, und das weiß er, denn er hat hier den Gasgasier gesehen, kann er sich einfach da drauf porten. Denn der Cooldown sollte natürlich wieder weg sein. Ist natürlich ein Move, der sehr riskant ist. Er weiß ja nicht, wo die Armee steht. Wenn die Armee jetzt genau hier steht und er portet sich da drauf, wie es jetzt hier quasi der Fall ist, wenn er das bei dieser Base gemacht hätte, dann wären einfach alle seine Einheiten sofort tot. Hier sollte jetzt einfach die Base canceln und mit seiner Armee da einfach mal drauf gehen, denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ein unglaublich hoher Cooldown. Schade, dass es nicht passiert hat. An viele Ressourcen, die er dann vermeiden könnte. Er kann sich jetzt nicht mehr weg teleportieren. Und wenn jetzt hier gleich die Carrier da sind, dann ist das hier nicht mehr besonders gut für die paar Battlecruiser. Und da sehen wir jetzt hier, die schmelzen hier nacheinander weg. Machen natürlich noch ein bisschen mehr Schaden, als ich tatsächlich gedacht hätte. Die Yamato-Cannons hier auf die einzelnen Carrier machen halt schön gut Schaden. Zealots stehen hier gut runter, um moralischen Support an die Lufteinheiten zu geben. Mehr können sie leider nicht machen. Gleiches gilt für die Adepten und für die Immortals. Aber damit war es das jetzt hier mit der Armee von LOL. Und damit sollte er das Spiel hier gleich auch eigentlich aufgeben. Hat zwar jetzt hier noch ein bisschen Mining. Hat hier definitiv übrigens die Basis deplatziert. Also möglicherweise da auch schon der Fall gewesen. Na, wahrscheinlich eher nicht. Versucht es jetzt echt hier nochmal aufzubauen, aber seien wir mal ehrlich. Wie soll das funktionieren? Ich schätze hier auch nochmal einen Worker. Er hat gut Mineralien, aber ja. Das wird hier nichts mehr. Wir spulen mal ein bisschen vor, weil, genau. Das war es damit auch. Willem gewinnt. LOL geht aus der Partie, nachdem eben seine Basis hier gescoutet wurde. War ein schönes Spiel, muss man sagen. War ein bisschen ungewöhnlich mit dem, dadurch, dass beide Spieler auf Mars R gegangen sind. Nettes Spiel. Vielen Dank fürs Einschicken. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken. Unten rechts ein Eindruck von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.